أماكا أرجوحة شبكية هامك حنمط أماك هيجج. Das ist international und steht für Hängematte. Und hier in Jugendheim bei Mainz wird sie entworfen, verpackt und weltweit verkauft. In allen Farben und Facetten. 25 Mitarbeiter aus fast genauso vielen Nationen sind im Familienunternehmen La Siesta beschäftigt. Ihren Ursprung haben die Hängematten in Südamerika. Dort werden sie nach wie vor in Handarbeit hergestellt. Nach Rheinland-Pfalz gebracht haben sie Dorothee und Alexander Grisard. Das Ehepaar handelt seit rund 20 Jahren mit Hängematten. Die Hängematte ist in Südamerika, es ist eine Schlafgelegenheit. Da wird gezeugt, da wird gelebt, da wird dieses ein Sofa, ein Stuhl, das Bett, alles. Und unter Umständen wird der Tote eingewickelt in die Hängematte und in der Hängematte begraben. Die Leidenschaft für Südamerika und das Kulturgut Hängematte von den Eltern an die drei Söhne weitergegeben. Seit 6 Jahren die Chefs bei La Siesta, Leonid, Maximilian und Cornelius. Wir sind ja mit der Hängematte groß geworden. Es gab immer eine Hängematte im Garten, eine Hängematte auf dem Balkon. Dass jetzt dann unsere Eltern angefangen haben, mit Hängematten zu handeln, war eigentlich gar nicht so eine große Überraschung. Los ging alles Anfang der 90er Jahre mit dem Verkauf von Kunsthandwerk aus Lateinamerika. In einer kleinen Garage in Mainz-Finden. Diese Garage hat dann nicht mehr genug Platz geboten für die vielen Hängematten, die da kamen. Sodass eine weitere Garage in der Nachbarschaft angemietet worden ist. Als die dann nicht mehr gereicht hat, haben wir eine Obsthalle angemietet in Finden. Und die wurde dann irgendwann auch zu klein. Und dann wurde hier in Jugendheim investiert und dieses Gebäude gebaut. Der Startschuss, März 1991. Die erste Hängematte wird verkauft. 23 Jahre später sind rund um den Globus mehr als 350 Menschen für die Jugendheimer Hängematten tätig. Erfolgsstory made in Rheinland-Pfalz. Ich meine, ich habe vielleicht die Ideen und ich habe vielleicht, aber nein, ohne meinen Mann wäre das nie was geworden. Sie ist halt das Herzblut Hängematte, ja, also sie lebt das 100%, das ist auch mit den Reparaturen und mit den Leuten. Wenn ich eher ein bisschen der nüchterne Geschäftsmann bin oder dieses Herz, hätte das auch nie funktioniert. Für die Hängematte um die Welt. Unternehmensgründer Alexander Grisard, in Chile aufgewachsen, ist auch heute noch viel unterwegs. Der 73-Jährige fördert den Anbau von Biobaumwolle, engagiert sich für soziale Projekte in Lateinamerika. Die Söhne sind in Südafrika und Honduras geboren. Aber wo fühlen sie sich eigentlich zu Hause? Also Heimat ist für mich hier, ist Mainz, ist Rheinhessen, aber ich fühle mich auch an anderen Stellen wohl. Es gab Zeiten, wo wir wirklich jedes Jahr in einen anderen Kontinent gezogen sind und da sind wir nun plötzlich in Mainz 5 Häuser weitergezogen, das erste Mal, und dann von Finden hierher nach Jugendheim. Ja, nein, wir sind hier zu Hause in Rheinhessen. Ein Herz für Rheinhessen und Südamerika. Da darf die Begeisterung für Fußball nicht fehlen. Eine extra WM-Hängematte gibt's auch schon. Modell Spanien, Deutschland, Japan oder Brasilien. Eine Frage sorgt in Jugendheim aber für Uneinigkeit. Wer holt den Titel? Weltmeister wird Portugal. Spanien. Definitely England. La France. Natürlich Brasilien. Honduras. Deutschland. Deutschland. Hm.